Hier ist Politik in Brandenburg und ich bin Andreas Dorfmann. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ich melde mich heute wieder aus dem Landtag Brandenburg in Potsdam. Apropos Potsdam, wir sprechen am Anfang, bevor wir zur Landespolitik kommen, mal kurz über die Stadtpolitik. Die Stadtverordnetenversammlung von Potsdam spielt eine große Rolle. Denn der Oberbürgermeister-Abwahlantrag gegen Mike Schubert von der SPD ist geplatzt. Über die Hintergründe des geplanten Abwahlantrages sprach ich mal mit Jan Jacobi von der CDU. Er ist auch der Kreisvorsitzende CDA Potsdam. Wir wollen über die Stadtpolitik von Potsdam sprechen und stehen hier vor dem Rathaus. Ja, Betreten des Rathauses verboten im Moment, da ist Baustelle. Ja, Baustelle ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Und dann noch das, was wir gerade erleben, nämlich Regen. Wir stehen hier im Regen vor einer Baustelle, politische Baustelle, aber auch richtige Baustelle. Hier kommt beides zusammen. Bei mir ist Jan Jacobi, CDU, und er ist der Kreisvorsitzende CDA Potsdam. Wir haben uns schon öfter über die Stadtpolitik und das Problem des Oberbürgermeisters Mike Schubert von der SPD unterhalten. Jetzt sollte es ja einen Abwahlantrag geben, also es sollte ihm zugestimmt werden. Man hatte ja wohl auch schon, so sagt es der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Piet Heuer von der SPD, auch ein SPD-Mann, man hätte die Stimmen zusammen. Nun stellte sich heraus, es waren Stimmen, ja, es waren genug Stimmen, aber 3 kamen von der AfD. Jetzt hat die FDP noch mal nachgelegt, man hätte also genug Stimmen mit der FDP, die kamen aber zu spät. Und nun heißt es, ja, wie heißt es denn jetzt, gibt es keinen Abwahlantrag mehr? Also wie man in der Zeitung lesen konnte, und wir wissen ja, im Rathaus-Informationssystem ist ja alles öffentlich. Ja? Und so wie Herr Heuer das auch dargestellt hat, es ist üblich, dass erst 7 Tage, das heißt, wenn die Einladung ins Riss gestellt wird, werden Anträge allgemein freigeschaltet, sodass die Öffentlichkeit es sehen kann. So war es auch mit diesem Antrag, der wurde in der Frist freigeschalten, sodass jeder sehen konnte, ja, also die Öffentlichkeit, wer hat den Antrag unterschrieben, wie soll der Fortgang sein, und das Ganze war für den 26. geplant. Nun sieht es so aus, dass einige Fraktionen, einige Mitglieder, die unterschrieben haben, ihre Unterschrift zurückgezogen haben. Fehlt mir ein kleines bisschen das Verständnis, denn wie Sie eben schon sagten, wir haben ja in anderen Formaten schon darüber gesprochen, es bedarf 29 Stimmen. Und wenn ich richtig gezählt habe, und das glaube ich, waren da 32 Stimmen drauf. Das heißt, auch ohne die Unterschriften der AfD war die nötige Mehrheit zustande gekommen. Und deswegen stelle ich mir wirklich die Frage, was für ein Spiel wird eigentlich hier gespielt, ja, wenn auch ohne die AfD eine Mehrheit für ein Abwahlverfahren, und vor allen Dingen, wenn ein Antrag richtig war und wenn 32 Stadtverordnete das Ganze unterschrieben haben, wenn jetzt die AfD unterschreibt, dann ist es falsch. Diese Logik erschließt sich mir nicht, und ich stelle mir ganz einfach die Frage, wie soll das weitergehen? Wie soll das in der SVV weitergehen? Wir haben uns ja schon oft über diese Zersplitterung unterhalten. Wir haben in der neuen SVV, die sich am 1. Juli konstituiert, haben wir sage und schreibe 12 Parteien und Einzelvereinigungen oder Einzelabgeordnete. Und dafür brauchen wir einen Oberbürgermeister, der vertrauensvoll eine Kooperation, eine Koalition zusammenstellen kann. Und das sehe ich nicht in diesem Zusammenhang. Gibt es aber auch viele Leute, die sagen, ja, warum denn jetzt diese Aufregung? Es geht um ein paar VIP-Tickets, also sogenannte Vorteilsnahme im weitesten Sinne des Oberbürgermeisters. Er ist mit seiner Frau zu Sportveranstaltungen gekommen. Ja. Da sagen viele, ich denke da auch an ehemalige Trainer, Erfolgstrainer, die dann sagen, ja, das ist doch im Grunde Pillepalle. Es ist doch schön, wenn der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam bei solchen Veranstaltungen, bei Sportveranstaltungen dabei ist und auch die Stadt dadurch repräsentiert und auch präsentiert, positiv repräsentiert und präsentiert. Hm. Warum regen sich alle so darüber auf? Naja, zum einen müssen wir hier unterscheiden. Das, was Sie gerade angesprochen haben, repräsentative Veranstaltung, wenn er dort bei Sportveranstaltungen zum Beispiel ist, repräsentiert die Stadt,
überreicht eine Urkunde oder ist bei einer Siegerehrung, macht eine Ansprache, dann ist das sicherlich öffentlich, das muss man auch unterscheiden, aber darum geht es nicht. Und Sie haben ja gerade gesagt, warum regt man sich einfach auf? Aber ich glaube, wenn die Staatsanwaltschaft in Neuruppin, die zuständige Staatsanwaltschaft für Korruption, ein Ermittlungsverfahren eröffnet, dann ist da wohl mehr dran als nur ein pures Aufregen. Aber das war nicht das Einzige, warum 32, ich möchte nochmal, 32 von 57 Stadtverordneten unterschrieben haben. Auch die Art und Weise der Führung des Amtes von Herrn Schubert bis dahin zur mittlerweile vollständigen Zerrüttung in diesem Rathaus, auch gegenüber der Mitarbeiter, eine Führungskraft nach der anderen verlässt hier das sinkende Schiff, möchte ich schon sagen. Es ist einfach Zeit für einen Neuanfang und ich glaube, man hat hier versäumt, wirklich etwas versäumt. Man hätte diesen Antrag, ich habe mich da auch in der letzten Sendung schon positioniert, man hätte diesen Abwahlantrag stellen sollen und dann hätte man gesehen, ob eine Mehrheit zustande gekommen wäre. Denn mit dem Abwahlantrag heißt es ja nicht, dass der Oberbürgermeister abgewählt wurde. Diese 26, 29 Stimmen brauchte man ja nur, dass dieser Abwahlantrag überhaupt in die SVV reinkommt. Und dann brauchte man eine Zweidrittelmehrheit. Also ich möchte es nochmal wiederholen, es erschließt sich mir nicht. Und die Stadtverordneten, die unterschrieben haben, es sind ja auch noch viele in der SVV, ich möchte ganz einfach mal die Frage stellen, wie arbeiten wir zukünftig? Wenn die AfD einem Antrag zustimmt und nur mit dem Quorum der AfD, im Übrigen vorher 3, jetzt 8 Stadtverordnete, stärker geworden, auch in Potsdam, heißt das dann, dass wir dann aufstehen und sagen, tut uns leid, die AfD hat zugestimmt, das Quorum war nur mit der AfD möglich und dann ziehen wir den Antrag zurück. Also das ist ein Kindergarten mittlerweile. Ja, die Stadtverordneten sollen hier an ihre Verantwortung denken und wirklich ihr Mandat ernst nehmen. Also wenn jetzt alle zugestimmt hätten, wenn es dazu gekommen wäre, ne, es sieht ja nicht im Moment danach aus, dass man noch dazu kommen wird, zu diesem Abwahlantrag des Oberbürgermeisters Mike Schubert, dann hätten Sie, also die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Potsdam, darüber entscheiden müssen. Soweit wird es ja wahrscheinlich gar nicht kommen, so wie es im Moment aussieht. Aber wie soll es weitergehen? Also das heißt, wir haben ja Indiskretion. Es werden Sachen durchgestochen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eventuell jedenfalls müssen es ja Leute sein, die die Sach- und die Fachkenntnis haben, die also auch direkt nur berichten können. Und das kann ja eigentlich nur jemand sein, der mit dem Rathaus was zu tun hat oder die mit dem Rathaus was zu tun hat. Auch da stellt sich natürlich die Frage, geht es nicht anders? Kann man da nicht miteinander reden? Kann man nicht ins Gespräch kommen? Jetzt gab es ja nun auch noch die Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung, Sie haben es ja angesprochen. 12 Fraktionen, so könnte man rund sagen, Sie haben es ja gerade eben auch noch mal dezidiert dargestellt. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wie soll denn jetzt das Ganze weitergehen? Also auf der einen Seite regiert werden, wie soll die Stadtverordnetenversammlung funktionieren? Ich stelle jetzt mehrere Fragen zusammen, sollte man eigentlich im Journalismus nicht machen, aber trotzdem, es gehört ja alles zusammen. Und wie geht es weiter mit dem Oberbürgermeister und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Also ich möchte mal mit der letzten Frage anfangen, weil die kann ich recht konkret beantworten, auf jeden Fall den Teil 1. Der Abwahlantrag, der am 26. auf der Tagesordnung stand, ist weg. Das heißt, wir haben diese Sitzung am 26. nicht und er wird auch voraussichtlich, wenn man sich heute die Stimmungslage anschaut, nicht zur konstituierenden Sitzung auf der Tagesordnung stehen. Wie sich dann die Stadtverordneten, die neu gewählten Stadtverordneten nach ihrer Konstituierung verhalten. Darüber mag ich jetzt nicht spekulieren, aber ich hatte es erwähnt, sie müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, denn sie haben ja gerade diese Problemstellen beschrieben und gerade im Innenverhältnis mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich hatte es ja auch schon in einer anderen Sendung erwähnt, es ist einfach zerrüttet das Ganze. Und aber was wirft man, da möchte ich mal nachfragen, also bei diesen ja, Vorteilsnahmen durch die VIP-Tickets, okay, das ist das eine, das ist ja auch bekannt, da ermittelt ja ganz offiziell auch die Staatsanwaltschaft, aber was ist denn hier so zerrüttet, woran liegt das denn, warum sind die oder einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses, ich sage es jetzt mal sehr platt,
sauer auf den Oberbürgermeister? Es ist an erster Stelle sicherlich das Führungsverhalten bzw. das fehlende Führungsverhalten von Mike Schubert. Aber wir hatten ja einen ganz konkreten Fall, der diese Dimension der Zerrüttung deutlich zeigt. Es war ja nicht nur diese VIP-Ticket-Affäre, wo es um die Vorteilsnahme im Amt geht, sondern wir hatten ja noch einen zweiten Sachverhalt, wo die Anzeige ja aus dem Rathaus, Sie hatten es erwähnt, von Mitarbeitern des Rathauses kam. Da ging es um eine Genehmigung, die durch Mike Schubert gegeben wurde, für eine Sportplatznutzung für die Potsdam Royals. Dort soll es zu einem wirtschaftlichen Schaden, einem hohen wirtschaftlichen Schaden gekommen sein. Und ich meine, das Verhalten in diesem Zusammenhang von Mike Schubert den Mitarbeitern gegenüber, denn es wird ja nicht so sein, dass die Mitarbeiter gleich den Weg zur Staatsanwaltschaft gehen. Ich glaube, das war der letzte Punkt gewesen, weil man halt in diesen bilateralen Gesprächen nicht weitergekommen ist. Aber man ist zur Presse gegangen, also zu Tageszeitungen, die hier in Potsdam erscheinen, die Märkische Allgemeine und auch die Potsdamer Neuesten Nachrichten, also sprich der Tagesspiegel, haben ja sehr umfassend und sehr umfangreich über all das informiert und sie waren auch bestens informiert. Da ist natürlich auch die Frage, wenn da irgendwann mal rauskommt, dass der oder die das weitergegeben hat, was droht denn diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Denn ganz korrekt, jetzt um es vorsichtig zu formulieren, ist das ja auch nicht. Das mag ich meine, wir leben davon, gar keine Frage. Wir Presseleute freuen uns darüber. Aber naja, wir haben das Whistleblower-Gesetz mittlerweile, also ja. So ist es nun auch nicht. Aber ich möchte das jetzt eigentlich nicht beantworten, was da für Konsequenzen, weil so wie Sie es gerade beschrieben haben, kenne ich den Sachverhalt ja auch nur aus der Presselage. Und dass hier immer ganz kurze Wege zur Presse sind in Potsdam, das ist bekannt. Finde ich aber auch nicht schlimm, trägt auch zur Transparenz bei, ja, weil die Bürger haben auch einen Anspruch auf Information und ich sehe da nichts problematisch, denn wenn man eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Potsdam macht, ja, gehe ich davon aus, dass die Mitarbeiter das vorher geprüft haben und sich bewusst sein, was sie für Schritte dort gegangen sind und dass dann die Presse das Ganze aufnimmt, ist aber, glaube ich, ganz normal. Nun gibt es eine ganze Reihe von Themen, die Potsdam beschäftigen und die auch ja, dringlich bearbeitet werden müssen. Also wir wissen es mit der Wohnungssituation, abgesehen von den Studentinnen und Studenten, die hier studieren in Potsdam. Es gibt aber für viele Menschen eben halt auch keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Die Stadt ist sehr schnell gewachsen, fast 180.000 oder rund 180.000. Ja. Bewohner gibt es mittlerweile in Potsdam und das ging sehr, sehr schnell. Jetzt fehlen eindeutig Wohnungen und drumherum gibt es auch fast nichts mehr. Also nach Berlin auszuweichen ist fast gar keine Alternative mehr, finanziell ohnehin nicht, weil die Wohnungen alle sehr teuer sind. Und drumherum, Potsdam-Mittelmarkt zum Beispiel, ist es ja mittlerweile auch problematisch, denn Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow, da ist es auch überall voll. Also was muss denn hier jetzt angegangen werden und wie soll das funktionieren mit einem angeschlagenen Oberbürgermeister und mit 12 Fraktionen in der SVV? Ja, da kann ich vielleicht mal sarkastisch antworten. Er hat es auch nicht hinbekommen, wo er nicht angeschlagen war. Ja, weil sein ausgerufenes behutsames Wachstum, was er ja wie eine Monstranz vor sich hergetragen hat, dann hat er irgendwann eine Rolle rückwärts gemacht, weil wir ja auch einen großen Zustrom von Geflüchteten haben und hat dann die Sonderbauprogramme für Geflüchtete aus dem Leben gerufen, wo natürlich auch Mittel, ob jetzt von der Pro Potsdam oder auch Steuermittel hinfließen, die eben nicht den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen. Aber auch große Bauprojekte, wo er sich gerühmt hat, ob das jetzt die Pirschheide ist, ob das Golm Nord ist, etc. Alles in weite Ferne. Ja? Das heißt, das Problem verschärft sich hier immer weiter. Dass natürlich die neue SVV das sehr, sehr schnell in Angriff nehmen muss, ist vollkommen klar. Und ich glaube auch, dass die Bürgerinnen und Bürger die Parteien dort in die Verantwortung nehmen werden. Weil ich glaube, mich zu erinnern, dass jede Partei hat dieses Wohnungsproblem in ihrem Wahlkampf Papieren beschrieben, hat es definiert und hat klargemacht, dass dies angegangen werden muss. Aber man wird sehen, wie die Konstellationen im Rathaus sind.
Ich sehe nicht, dass ein vertrauensvolles Arbeiten mit Mike Schubert möglich ist. Ja, aber erstmal müssen sich die Stadtverordneten finden. Wir müssen die konstituierende Sitzung abwarten und dann gilt es, das einfach nochmal neu zu bewerten. Herr Jacobi, Sie gelten ja als einer der bestinformierten Leute hier in Potsdam, in der Landeshauptstadt. Und ich weiß es auch, Sie wissen sehr viel, Sie wissen oftmals mehr. Jetzt schauen wir mal auf das, was wir zum Schluss erlebt haben, also in der letzten SVV, dass ja die Kooperation, das ist ja auch schon ungewöhnlich, dass es keine Koalition gab, sondern eine Rathauskooperation, die wurde ja von den Grünen dann aufgekündigt. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich auch im Hinblick auf eine Landtagswahl, die noch ansteht am 22. September, da wird man natürlich auch gucken, was passiert in der Landeshauptstadt Potsdam. Welche Bündnisse oder welches Bündnis wäre denn überhaupt möglich, also inklusive Tolerierung eventuell? Ich habe Ihnen gerade das Sammelsurium beschrieben. Ja, ja. Ja, da sind rechnerisch sind da sicherlich sehr, sehr viele Möglichkeiten da. Wichtig hierbei ist, dass sich hier eine ganz, ganz stabile Kooperation oder Koalition findet, weil wir haben es jetzt schon mehrfach beschrieben, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr schwachen Oberbürgermeister. Ja, das heißt, es muss eine von Kooperation halte ich für schwierig, hatten wir schon vorher. Kooperation ist nichts anderes, wenn man sich nicht getraut hat oder sich nicht einig war, einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben. Ja, ich hoffe, dass sich hier eine starke Kooperation, Koalition findet. Wie gesagt, rechnerisch ist viel möglich, ja, bis hin zu einer Tolerierung. Halte ich aber, wenn man sich die politischen Gegebenheiten hier in Potsdam anschaut, eher für unwahrscheinlich. In Potsdam sieht es ja ein bisschen anders aus als im Land Brandenburg. Potsdam-Mittelmark ist auch mal speziell, also CDU, ja. Potsdam-Mittelmark. Hier in Potsdam bei der Europawahl grün und in der Kommunalwahl rot, also SPD. Der Rest des Landes ist ja AfD. Also man kann sagen, fast durchweg ist die AfD dominierend. Da gibt es noch einige Bürgerbündnisse, die sehr erfolgreich waren. In Wildau zum Beispiel, die sind auf Platz 1 gelandet. Aber im Großen und Ganzen weiß man, es ist sehr viel Blau dabei. Und hier in Potsdam ist eben grün und rot. Wo steht denn da oder wo ist denn da eigentlich die CDU in Potsdam? Sie sind ja Mitglied auch der CDU. Ja, Sie sprechen da einen wunden Punkt an, da muss man auch ehrlich sein. Natürlich haben wir ein besseres Wahlergebnis als beim letzten Mal errungen. Wir haben jetzt 8 Stadtverordnete. Der Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, dass sowohl die Grünen als auch die AfD auch 8 Stadtverordnete jetzt haben. Wenn Sie sich die politische Gemengelage in Potsdam anschauen und gucken in den Potsdamer Norden oder in den Potsdamer Süden, Sie haben es gerade angeschrieben, es ist blau. Ja? Dies muss man ganz einfach analysieren. Und gerade im Potsdamer Süden, wenn ich mir das anschaue, hätte man vielleicht andere Wege gehen können. Oder gerade bei der Landtagswahl muss man andere Wege gehen. Denn es kann nicht sein, dass die AfD sich generiert als die Arbeiterpartei. Da darf man sich den Schneid nicht abkaufen lassen. Ja, die CDU ist die letzte verbliebene Volkspartei. Im Übrigen gilt das auch für die SPD, denn die hat gerade im Süden auch ein sehr, sehr schwaches Ergebnis eingefahren. Sie haben es angesprochen, im Land Potsdam-Mittelmark haben wir CDU. Ja, wir haben auch in Potsdam CDU-Hochburgen, wo die AfD 0% erreicht hat oder gar nicht erst angetreten. Golm zum Beispiel, aber auch sehr gute Ergebnisse, wenn man nach Großklinike oder in die Berliner Vorstadt schaut. Einfach mal schauen, was haben die Leute dort richtig gemacht, was haben die Kandidaten richtig gemacht und vielleicht mal versuchen zu partizipieren und diese Fehler, weil ich möchte sie Fehler nennen, in der Landtagswahl nicht zu wiederholen. Aber Wir sind im Wahlkampf, man merkt es. Ich glaube, dass das, was man jetzt macht, weil wir haben es beschrieben, mit dem Abwahlantrag des Oberbürgermeisters, diese 3 Stimmen, die man ja gar nicht benötigt hätte oder braucht, ja, dass man da einen kompletten Antrag zurückzieht. Ich finde es nicht nur undemokratisch, ich glaube, das ist auch Wasser auf die Mühlen der AfD. Da muss man sich ehrlich machen, das muss man auch im Hinterkopf haben, weil ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger verstehen das nicht. Weil wer es immer noch nicht gelernt hat, nach den Wahlen, nach den Europawahlen, nach den Kommunalwahlen, da muss ich ganz ehrlich sagen, denen ist dann auch nicht mehr zu helfen.
Dann sage ich Dankeschön an Jan Jacobi. Jan Jacobi von der CDU, er ist der Kreisvorsitzende CDA Potsdam. Und wir werden weiter an diesem Thema ganz klar dranbleiben. Von der Stadtpolitik kommen wir jetzt wieder zurück ins Land Brandenburg, zur Landespolitik. Die aktuellen Pressekonferenzen im Landtag Brandenburg waren doch teilweise sehr überraschend. Zum Beispiel die von der Linken. Ja, Stübgen macht Stimmung auf dem Rücken von Kriegsflüchtlingen, macht Stimmung und heizt die Stimmung auch auf. Und mich würde es nicht wundern, wenn auf Grundlage dieser Aussagen des Innenministers Angriffe auf Ukrainerinnen und Ukrainer weiter zunehmen werden. Und deshalb ist Stübgen selbst als Innenminister ein Sicherheitsrisiko, nicht nur für die Ukrainerinnen und Ukrainer in diesem Land, sondern für das gesamte Land Brandenburg. Und deshalb muss Stübgen, weil er es besser wissen müsste, er äußert sich ja trotzdem in diese Richtung, muss Stübgen aus meiner Sicht, aus unserer Sicht der Linksfraktion hier zurücktreten. Wenn er das nicht tut, muss der Ministerpräsident Woidke ihn entlassen. Stübgen ist mit seiner aktuellen Debatte gerade ein absolutes Sicherheitsrisiko und er versucht hier billige Stimmungsmache zu organisieren, um hier, weiß ich nicht, was sein Ziel ist, aber um vielleicht der AfD noch mal ein paar Stimmen abzujagen. Das ist seine Strategie seit ja mehreren Monaten. Die geht nicht auf, nach wie vor nicht. Und deshalb muss es jetzt hier endlich Konsequenzen geben. Wir können es nicht zulassen, dass ein Innenminister hier die Situation und den sozialen Frieden in diesem Land gefährdet. Auf die Rücktritts- bzw. Entlassungsforderung von Die Linke reagierte die CDU so. Ich mache das mal für mich persönlich, weil jemand sagt, es gibt zwei Rechtskreise. Der eine Rechtskreis ist, die ukrainischen Flüchtlinge aufgrund einer Sonderregelung in das Bürgergeld zu heben und den anderen Rechtskreis Asylbewerberleistungsgesetz, sich die Frage zu beantworten, wie geht man auf Dauer damit um, ist doch naheliegend. Und ich glaube, wenn die Innenminister sich dazu austauschen und sagen, wir haben eine Lösung dafür, wie wir wieder beide Rechtskreise zueinander finden, ist doch sachlich. Und wenn auch der Umstand, ich kann das nicht belegen, aber wenn ich lese, dass bei den ukrainischen Leistungsempfängern des Bürgergeldes wir weniger haben, die sich sozusagen in Arbeit befinden, dann muss uns doch auch die Frage gestattet sein, welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Und deshalb habe ich dazu inhaltlich keine abschließende Meinung. Ich sage nur, das Thema muss gelöst werden. Und nichts weiter wird auf der Innenministerkonferenz passieren. Und ich will dem auch nicht vorweggreifen, das wäre auch vermessen. Auch die SPD nahm zu dem Thema Stellung. Die Diskussion jetzt, die Herr Stübgen hier äußert, ob man noch mal auf welcher Ebene auch immer er das diskutieren wollen würde, wie man mit wehrpflichtigen männlichen Ukrainern hier in unserem Land umgeht und ob man für sie irgendwelche Sonderstaaten schaffen kann, die finde ich absurd. Ja, die gehört hier nicht her und ist auch wenig zielführend. Wir haben ein Asylrecht in Deutschland, das gilt und wir haben verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen, auch europaweit, die gelten auch. Dementsprechend, glaube ich, sollten wir uns, und das damit endlich dann auch, uns voll und ganz auf die Arbeitsmarktintegration stürzen. Ich freue mich, dass wir Hubertus Heil bei unserem Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen-Empfang letzte Woche Montag zu Gast hatten, wo das auch ein Schwerpunkt war, zu gucken, wie wir dort auch besser unterstützen können. Und ich sage es nochmal, meine Forderung auch ganz klar an die Ukrainerinnen und Ukrainer, jetzt zügig eine Arbeit aufzunehmen. BVB-Freie Wähler hatten ein ganz anderes Thema in den Pressekonferenzen, nämlich alle Parteien hintereinander weg hier im Landtag Brandenburg. Der Mangel an Erziehern im Land Brandenburg. Das hat nämlich ganz sicher den Grund, dass sich Paare darüber Gedanken machen, wenn ich ein Kind in die Welt setze, wie geht es denn dann weiter? Was habe ich denn da für Chancen hinsichtlich der Betreuung in dem Alter, an dem Kita-Alter. Und da sind die Perspektiven tatsächlich nicht sehr rosig. Es gibt viele Gesetze, die verabschiedet wurden, die meinen, etwas dazu beitragen zu können, dass der Mangel gelindert wird, aber nicht wirklich hilft das. Wir reden von Kita-Beitragsfreiheit, wir reden von gutes Kita-Gesetz, alles schöne Oberbegriffe, aber wie sieht die Realität aus? Es fehlt an Kita-Plätzen, es fehlt an Kita-Erziehern. Und
dass angesichts von hohen Millionensummen, die ausgereicht werden, um das zu lindern, abzuschwächen, allein der Bund hat über das gute Kita-Gesetz 5,5 Milliarden ausgereicht. Brandenburg hat von 2019 bis 2022 daraus 165 Millionen Euro erhalten, gibt selbst jährlich 500 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt dazu. Und trotzdem stehen Eltern vor der Situation, wenn sie einen Kita-Platz suchen, dass sie keinen finden. Ein weiteres großes Thema in den Pressekonferenzen hier im Landtag Brandenburg in Potsdam war der RBB-Untersuchungsausschuss. Wir wissen ja, es gab einen riesengroßen Skandal im Jahr 2022 im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da ging es um Rundfunkgebührenverschwendung bzw. Rundfunkbeitrag, heißt das ja mittlerweile, denn die GEZ gibt es ja nicht mehr. Es wird ja Rundfunkbeitrag eingezogen. Ja, was ist da schiefgelaufen? Ein Untersuchungsausschuss hat sich damit beschäftigt und hier haben wir Statements von Bündnis 90 Die Grünen in Brandenburg. Ja, zunächst mal möchte ich sagen, ich kann diese Frage jetzt nur als Abgeordnete beantworten, nicht als Untersuchungsausschussvorsitzende. Der Ausschuss hat zweifellos einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung geleistet. Die Leute, die als ZeugInnen dort erschienen sind, und darauf möchte ich explizit auch noch mal hinweisen, sind keine Angeklagten und es ist auch kein Strafprozess. Ich würde aber dennoch gerne ergänzen. Für mich war durchaus nachvollziehbar, dass bei dem einen oder der anderen Abgeordneten im Ausschuss hin und wieder auch mal die Emotionen nach oben gingen, was schlicht damit zu tun hatte, dass man deutlich hin und wieder den Eindruck haben konnte, dass die Fragen nicht ernst genommen werden, die wir da stellen. Und ich ganz persönlich finde, dass auch die vielen freien Kolleginnen und Kollegen des RBB einen Anspruch darauf haben oder hatten, dass wir in allem Ernst auch sehr kritische Fragen stellen. Ansonsten hätte man diesen ganzen Ausschuss lassen können, denn die freien Kolleginnen und Kollegen, wie Sie alle wissen, sind, weiß Gott, nicht die, die von diesem System profitiert haben. Und die haben alle einen Anspruch, dass wir es sehr ernst meinen. Die AfD hat sich ausführlich auch zu diesem Thema geäußert, nämlich das, was da im RBB bzw. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert bzw. passiert ist. Aber es gab noch ein anderes Thema, nämlich die AfD zum Thema Rechtsruck bei der Jugend. Wir alle haben ja noch die Wahlen, das Wahlergebnis vom Sonntag vor einer Woche in Erinnerung. Und ich glaube, was ich nochmal herausstellen möchte, ist, dass über diese Prozentangaben, 5%, 8% plus oder minus hinaus, es bei diesen Wahlen so etwas wie einen Erdrutsch gab. Es gab eine Entwicklung, die weit über diese Prozentangaben und über diese Wahl hinausgeht. Und das ist die Wahlentscheidung der Jugend, der Jugendlichen. Wenn bei der Gruppe der 16 bis 24-Jährigen 23% von 32, 23% nicht mehr die Grünen wählen. Und wenn in dieser Gruppe die AfD, die von den Medien und von der politischen Klasse diffamiert wird, die stärkste Kraft ist, gemeinsam mit der CDU, dann ist das eine Entwicklung, die wirklich an historische Ausmaße heranreicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das war Politik in Brandenburg. Ich bin Andreas Dorfmann. Bis zur nächsten Sendung. Diesmal wieder aus dem Landtag Brandenburg. Sie wissen ja, man sieht sich.